Zeitlupe noch gesehen haben, die dieses Stechen entscheiden werden, das weiß er sowieso, der Mann im Sattel. Einer der erfahrensten hier, ohne Zweifel. Sein Sohnemann, der wusste, schon im Nationenpreis von Lummen und im vergangenen Wochenende erst noch in Labol zu überzeugen. Jetzt reitet der Vater selbst hier das Stechen. René Tebbel mit Kosun im Championat von Nürtenhardenberg. Natürlich auch die Frage, wie findet der raus? Will der noch den großen Preis reiten morgen mit Kosun? Wahrscheinlich. Aber was zu verschenken hat der trotzdem nicht. Das steht fest. Kommt schnell in die Kombination geflogen. Schneller als eine Eva Bitter. Der ist schnell. Wenn alles liegen bleibt, dann übernimmt René Tebbel die Führung. Das war super schnell. Auch dafür einen mehr hinten raus und hat ganz viel Glück am letzten. Ganz viel. Boah. Unsere Stange, die hat sich wirklich dreimal überlegt, nicht doch aus der Auflage zu fallen. Auszurollen. 0 in 34,89 Sekunden. René Tebbel und Kosun übernehmen hier die Führung. Ja, und nehmen wir mal der Landung nach diesem Oxer, den wir da an der Zeitlupe sehen, so eine kleine Zwischenzeit. Da war ein René Tebbel bei 18 Sekunden. Das wird jetzt ganz interessant, denn jetzt eines der schnellsten Paare dieser Stechentscheidung. Jetzt kommen Luna und Jörn.